Ich habe keinen Kopf mehr. Ich habe keinen Kopf mehr. Und meine Energie ist auch schon bis null runter. Sexy Arsch. Aber. Wuschi, wuschi, wuschi. Wuschi, wuschi, wuschi. Nein, in Wirklichkeit bin ich hier. So, wo lang? Da, da. Sprengladung, Platz hier. Schwerelosigkeit aktiviert. Hup. Mach die fertig! So, hin da, damit ich dich zerdutschen kann. So, muss mich drehen, ne? Warte mal. So, dahin und. Bam! Und jetzt? Tschüss! Okay. Oh, das war der falsche Weg. Von hier komme ich. Okay. Aber das war der eine, der da rumgekrabbelt ist. Ich muss jetzt mal drauf achten, ob ich mich von alleine heile eigentlich. Ob ich eine Autoregeneration habe oder so. Na, 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 na. Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Ja, natürlich. Ungern, aber egal. Das Mond. Okay. Wie komme ich denn jetzt? Oh, ich muss dann hier hoch. Guck mal, hier ist auch noch was. Was ist das? Sauerstoff. Cool. Einfach Sauerstoff aufgefüllt. So ist richtig. Da oben die Kiste. Hammer. Hallo, aus dem Weg. Level 1. Hallo. Warum funktioniert das mit dem Schleim nicht? Piss dich. Dünn. Okay, jetzt sollte ich, glaube ich, Heilung nehmen. Wenigstens den Zweier. Ja, ich nehme jetzt sein Herz mit. Ne, ich will seinen Arm. So, falls er noch einer kommt. Okay, er hat irgendwas Dickes. Schwerelosigkeit deaktiviert. Hier ist noch ein Schema für Impulsprojektile. Aber war ich nicht hier schon? Habe ich das übersehen? Da kommt gleich einer raus. Ah!
von hinten! Von hinten, die Sau, ey. War ja klar. Habe ich predicted. Was da rauskommt. Was ist das? Da war doch noch... Oh, was mir gerade einfällt. Das war hier mit dem Stromkasten, oder? Also wenn ich jetzt hier einmal so lang gehe. Wegen der Tür... Weil ich habe doch die Stromzufuhr auf einen Aufzug gemacht. Aber noch nicht durch die Tür. Das war doch hier, ne? Ja. Tür. Also, ich konnte beides machen, oder was? So, und jetzt habe ich die Tür hier gemacht, oder nicht? Nee, die. Ja, hier war ich noch nicht. Level 2. Audio. Patientenprotokoll abgerufen. Ich habe gehört, dass die Tests an Patient Harris nicht eindeutig waren. Nach den Berichten aus der Kolonie kann er von Glück reden, dass er überhaupt noch bei Verstand ist. Nun, eine göttliche Erfahrung hinterlässt bei jedem einen bleibenden Eindruck. Vielleicht. Aber ich habe nichts Göttliches gesehen bei all diesem Blut. Die Suizide. Es handelt sich um eine Offenbarung, Terence. Wir brauchen nur mehr Erkenntnisse, um sie zu übersetzen. Und Sie glauben, diese Erkenntnisse finden Sie in Mr. Harris' Psyche? Davon bin ich überzeugt. Und da Captain Mathias jeden Besuch auf Ecke 7 verhindert, ist das unsere beste Chance. Aber Harris ist Dr. Brennans Patient und Ihre Methoden... Mercer, es ist alles schon kompliziert genug. Ich kann das nicht zulassen. Sie tun, was Sie für das Beste halten, aber wie lange können wir warten? Also wenn es Audiologs sind... So ist auf jeden Fall angenehmer. Ich habe wirklich keine Lust zum Lesen. So, aber hier ist ja noch ein Raum. Guck mal, hier der Raum. Waren wir auch noch nicht. Diagnose gedöhnt. Bin ich da nicht reingegangen? War doch hier die offene Tür. Hier. Er lebt. Gail! Meine Güte, du! Alles wegen dir! Penner! Was ist das? Level 2. Alles Level 2. Oh, der nicht. Hier ist wieder so ein Ding. Na, ein Knoten. Jawohl, tschüss. Und hier ist sogar eine Bank. Da können wir unsere beiden Knoten sogar direkt ausgeben. Impulsgewehr verbessern. Plasmaschneider verbessern. Was bringt das eigentlich? Kann ich auch Knoten wieder rausnehmen? 6500. Okay, wo können wir Stasedauer erhöhen? Zum Beispiel. Da, habe ich jetzt einfach so beschlossen. Ganz offensichtlich. Stasezone.
Und Stase Energy. Dann habe ich ein Stase mehr. Okay, was war hier noch? Kapazität. Mehr Schuss, ne? Hier ist nochmal Schaden und hier ist nochmal Schaden. Naja, gut, dann nehmen wir den noch. Kapazität, ein Schuss mehr in der Kammer. Was steht da denn? Hey, es ist okay, sein Fuck it up. So gut zu sein, Robert. Gay. Es ist alles okay. Da kommt gleich noch viel mehr. Ich höre sie doch jetzt schon alle knurren. Warte. Als ob er das überlebt hat. Ah! Haben wir Erfolg dafür gekriegt. Ich habe Erfolg dafür gekriegt, dass ich das Baby aufgespießt habe. Oh, da habe ich aber auch richtig aufgespießt, ne? Also, er hängt ja wirklich hier an der Wand. Kriege ich nicht mal ab. Du bist ja so hässlich. Was hat mich denn jetzt schon wieder geheilt eigentlich? Ich war doch eben gelb. Habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Ich habe mich ja extra nicht geheilt, um drauf zu achten. Ich muss schweigen. Oh, ist das schon wieder alles hier aufregend. Ich komme aber auch kaum voran. Ich weiß das selber. Weil ich überall rumalber und langsam laufe und so. Hier, die Barrikade. Ja, soll ich nicht zur Seite gehen? Okay, Entdeckung. Ach, in der Kammer hier wahrscheinlich, ne? So, Barrikade wurde zerstört. Finde die Leiche des Captain. Aber jetzt haben wir auch die Nebenaufgabe, ne? Untersuche die Notaufnahme nämlich. Wir haben ja jetzt zwei Aufgaben. War nicht? Nee, warte mal. So. T. Nee. Erstmal so. Und dann T. Untersuchen. Nebenziele. Auf Karte anzeigen. Ziel verfolgen. Wir machen so erstmal. Erstmal die Nebenaufgabe. Soll ich schon tun? Alles klärchen, Bärchen. Hier sind wir noch Stase. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Rig-Code, damit wir den Computer nutzen können. Yeah. Bleh.
Hier? So. Notaufnahme. Ist ja direkt hier. Ist ja direkt da. Bam. Was ist das? Waffenupgrade. Bringe Upgrade zur Werkbank, um Waffen zu verbessern. Ja, Level 1. Freigabe erforderlich. Das Ding ist, sobald wir Level 1 haben und Level 2 haben, müssen wir alles wieder neu absuchen. Wie ein Metroidvania-Game. Ah, Kotz, Workbrech. Hier passiert gleich irgendwas. Level 1. Krankenstation. Also, falls du es lesen willst, gehe ich es extra für dich durch. Verschlossen. Energiezellen, vergewissere dich vor dem Entfernen der Batterie, dass der Schutzschalter nicht mit einer Energie versorgt wurde. Was wird denn hier gemacht? Dusche, Lichter. Dusche? Dusche? Was ist das? Übertragung an das gesamte Personal. Nicole. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Irgendein Virus ist das. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Das war die Nebenmission. Folge Nicoles Hologramm. Ist sie da rein oder was? Warte. Oder muss ich das erst wieder activation? Mission ändern. Folgen. Boom. Okay, es ist auf jeden Fall hier, aber folge ihr. Wahrscheinlich muss ich hier einfach gleich noch irgendwas activation. Oder ich muss da rein. Bäh. Bäh, 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 bäh. Alles widerlich und eklig. Danke. 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 Und Level 2. Junge, das. Und vor allem, das werde ich mir ja niemals merken können. Und Level 1. Das heißt, du kommst mit Level 1 hierher, machst die Kiste auf, aber die kannst du aber noch nicht aufmachen. Warte mal, wo ist sie denn hingegangen? Also, ich glaube, ich muss bestimmt da rein. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Die ist hier lang. Also sie ist hier lang. Was ist das? Das ist aber bestimmt eine Waffe, oder nicht? Das ist auch safe eine Waffe. Wenn ich das Feuer kaputt mache, kommt da denn keiner mehr raus? Okay, dann machen wir mal Dusche.
Was heißt denn Dusche? Meine Güte, du. Aha. Oh, was ist das? Hier ist ein Geheimnis. Ein Geheimgang. In der Dusche. Logbuch der Krankenstation, Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Finde den Autopsiestandort im Maschinenraum. Aber kann man aktuell noch nicht machen. Okay. Weil halt noch gesperrt ist durch die Hauptmission oder so. Aber auf jeden Fall gab es eine Menge Kohle hier. Und wenn man die Dusche anmacht, dann duscht das ja von oben so runter, ne? Das duscht ja hier so von oben runter. Und was ist immer... Und dann sieht das ja aus wie ein Wasserfall. Und was ist immer hinterm Wasserfall? Eine Höhle. Immer, grundsätzlich. So, und das hier wurde... Das ist aber auch schon eine Hand. Mit einem fetten... Das ist schon hammerhart. So, und wir müssen ja da rein. Das heißt, den ausschalten. Okay, das Baby war da unten. Ich habe da oben hingezielt. Scheißkind! Da ist auch noch einer. So! Der lebt ja noch! Mistviech! Es war so klar, wenn ich... Ja, ja. Es war so klar, wenn ich das Ding daraus ziehe. Aber die Waffen sind gut. Guck mal, da oben schwebt das. So. Und der Energiekern muss jetzt hier rein. Da muss er rein. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin.
Also wir müssen jetzt auch wahrscheinlich schon 10.000 haben, oder? Für den Knoten. So, und jetzt schön drauf achten, was mich heilt. Also mein Rücken ist... Mein Rücken ist gelb. Da hinten kriecht er. Einfach weggekrochen. Alter, kann man da raus? Level 2 braucht man dafür. Gar nichts gemacht. Lebt er noch? Der lebt einfach noch. Wie er so angekrochen kann. Also so ein Ding macht einfach gar nichts. Also auf Plastik einfach nur, ne? Ich glaube, wenn, dann ist sowas schon geiler hier. Was ist das, Kacke, Baby? Er ist hier nach links gekrochen. In den Aufzug wahrscheinlich wieder rein. Ja, da muss auch ich rein. Wir sind duschen. Okay, kurz Karte gucken. Okay, und was ist, wenn ich dem Weg hier folge? Okay, dann folgen wir erstmal dem Weg. Was ist das? Aktivieren. Sicherheitsanfrage abgerufen. Mich verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden, wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Rexdecke, Sie schneidet sie raus? Das Déjà-vu, so mit den Spinnen in den Wangen und dann so, mit der Klar, dann so mit Spiegelscherbe, so sich das Gesicht abkratzen. Warum ist hier CO2? Das heißt, dass das Ding hier noch auf jeden Fall kaputt geht. Es wird hier auf jeden Fall genug alles schwerelos. Sonst wäre nicht das. Sie waren im OP, also habe ich es bei Warwick hinterlassen. Er ist diskret. Ich habe gerade ein Update von Aegis 7 erhalten. Die Situation ist schlimmer, als Captain Mathias zugeben will. 40% der Bevölkerung der Kolonie zeigen Symptome. Depressionen, Halluzinationen, noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Was hier noch? Ein Klon! Also ein Fähigkeitspunkt. Guck mal hier, Sauerstoffstation. Das heißt, hier wird auf jeden Fall noch alles kaputt gehen. Aber der Stab hat weniger angerichtet, als ich gedacht habe. Wie kam ihm das aus dem Arsch gekrochen? Weil sein Arsch ist auseinandergerissen. Dann ein Handschuh? Ach so, das sind diese. Ah, lol. Die Einweghandschuhe. Was? Hast du was gesagt? Ah, Medipack. Ich glaube, ein Medipack nehme ich jetzt auch mal.
Ein Medipack. Bronze. Guck mal, wir haben sogar Gold. Sehr gut. Und dann haben wir die Upgrades noch. So, wir nehmen einmal den. Den großen direkt. Aber ich würde echt gerne wissen, was uns geheilt hat vorhin. Da lebt ja jemand. Nicole, bist du's? Warum? Du hast überlebt. Warum tun sie? Warum dies tun? Komm, Medipack. Warum auch immer sie sich einfach die Kehle durchgeschlitzt hat. Zur Leichenhalle. Och nö, komm schon.